sehr bewegt. Der verheerende Angriff Russlands auf die Ukraine, die Not der Menschen in den bombardierten Städten, die mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Butscha und weiteren Orten, der Tod vieler Zivilistinnen und Soldaten, die Ängste der Flüchtenden. Das weckt Entsetzen und Empörung und zugleich eine große Sympathie für die Ukraine. In der Politik spricht man von einer Zeitenwende. Und so fühlt es sich auch an. Die Friedenspolitik in Europa ist gescheitert und die Ukraine in ihrer Existenz bedroht. Die Diskussion um Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine ist auch nach dem Beschluss der Bundesregierung nicht beendet. Und das moralische Dilemma ist nicht geringer geworden. Einerseits wollen wir die Ukraine in ihrem Recht auf Unabhängigkeit unterstützen und ihre Freiheit verteidigen. Andererseits bedeuten schwere Waffen auch mehr Todesopfer und möglicherweise eine Eskalation des Krieges bis hin zur Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Der Philosoph Jürgen Habermas warnt in der Süddeutschen Zeitung, Kriege gegen eine Atommacht könne nicht im herkömmlichen Sinn gewonnen werden. Wie aber können wir den Krieg stoppen und zum Frieden kommen? Nicht nur in der Politik, auch in der evangelischen Kirche gehen die Meinungen darüber auseinander. Ich bin mit der Friedensbewegung aufgewachsen und habe die entschiedene Haltung vieler Christinnen und Christen gegen NATO, gegen Nachrüstung, sage ich mal ganz allgemein, und Waffenexport immer geteilt. Und heute bin ich in meiner ethischen Haltung verunsichert und frage mich, kann man angesichts der massiven Gewalt und des verheerenden Angriffs noch pazifistisch sein? Gilt der alte Slogan Frieden schaffen ohne Waffen noch? Ethisch stehen wir in einem Dilemma und ich hoffe, dass wir heute Abend hören und verstehen, wie eine Friedensethik in Zeiten des Krieges formuliert werden könnte. Und ich freue mich sehr über unsere Gäste, die spontan zugesagt haben, alle angesichts voller Terminkalender und nach Katharinen gekommen sind, um ihre jeweilige Perspektive auf unsere und ihre Fragen zu werfen. Herzlich willkommen, liebe Bischöfin Kirsten Fehrs. Du bist seit 2011 Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche und wurdest letztes Jahr zur stellvertretenden Ratsvorsitzenden der EKD gewählt. Dem Rat der EKD gehörst du seit 2015 an und bist dort auch zuständig für die evangelische Militärseelsorge. Neben deinen Aufgaben als geistliche Leitung in unserem Sprengel repräsentierst du die Kirche gegenüber Politik und Gesellschaft und stellst dich immer wieder den Fragen der Medien, zurzeit zu Krieg und Frieden ganz besonders. Ein wichtiges Anliegen ist dir darüber hinaus der Einsatz für sozial benachteiligte Menschen, insbesondere für Flüchtlinge und für Opfer von Gewalt und Missbrauch. Danke, dass du dir heute Abend Zeit nimmst. Herzlich willkommen, liebe Frau Professorin Schröder. Sie sind seit 2017 wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik sowie Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Hamburg. Sie forschen unter anderem zur Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur, zu Fragen des Verhältnisses zwischen Demokratie und Sicherheit sowie zu internationalen Friedenseinsätzen und Staatsaufbauprojekten. Im Rahmen des Hamburger Exzellenzclusters Climate Change in Society, untersuchen Sie, wann und unter welchen Bedingungen Klimawandel zu Konflikt oder zu Kooperation führt. Und ein weiteres Forschungsprojekt untersucht die Rolle entsendeter Polizistinnen und Polizisten in internationalen Friedensförderungs- und Staatsaufbaumissionen. Ich freue mich sehr über Ihre Zusage heute Abend. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Enz.
Sie lehren Peace Theology and Ethics an der Fakultät für Religion und Theologie der Universität Amsterdam und sind Direktor des von Ihnen gegründeten Amsterdam Center of Religion and Peace and Justice Studies. Außerdem sind Sie Inhaber der Stiftungsprofessur Theologie der Friedenskirchen am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg und Leiter der Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen. Sie sind Mitglied des Zentralausschusses des Weltrats der Kirchen und ordinierter Pastor der Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Herzlich willkommen, lieber Oberst im Generalstabdienst Schrunk. Sie sind als Diplompädagoge in der Qualifikation von Stabsoffizieren an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg-Blankenese tätig. Sie sind seit über 40 Jahren Soldat, absolvierten die deutsche und schwedische Generalstabausbildung und dienten in unterschiedlichen Auslands- und Führungstätigkeiten sowie in Auslandseinsätzen auf dem Balkan und in Afghanistan. Oberstrunk wurde in die Landessynode der Nordkirche berufen und engagiert sich dort im Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Vielen Dank auch für Ihre Zusage. Und ganz herzlich begrüße ich den Moderator dieses Abends, der muss sich jetzt richtig über den Nacken zu mir umdrehen, Jan Ehlert. Sie sind Kulturredakteur beim Norddeutschen Rundfunk und seit 2017 zuständig für die Themen Religion und Gesellschaft. Sie werden zunächst das Gespräch hier oben im Altarraum moderieren und nach einer guten Stunde wollen wir die Diskussion aber auch öffnen und Ihnen Gelegenheit geben für Ihre Voten, liebe Gäste. Nach dem Abschluss unserer Diskussion können wir den Abend alle gern bei einem Glas Wasser oder Wein im Südschiff ausklingen lassen. Herzlichen Dank an das Dream Team des Streamings auch heute Abend, die dafür sorgen, dass auch weitere Zuschauer uns diese Debatte verfolgen können am Netz. Wir sind da vielfach drum gebeten worden. Und noch ein letztes Wort zu den Masken. Seit dem 30. April ist in Hamburg die gesetzliche Masken- und Abstandspflicht aufgehoben. Allerdings empfehlen die Nordkirche und auch die Stadt Hamburg weiterhin das Tragen einer Maske, insbesondere wenn viele Menschen zusammenkommen. Am Ende ist es jedoch Ihrer freien Entscheidung überlassen, ob Sie zu Ihrem Schutz sowie zu dem Ihrer Mitmenschen eine Maske tragen wollen oder nicht. Und nun wünsche ich uns allen einen spannenden und anregenden Abend. Vielen Dank, liebe Frau Pastorin Moormann, dass wir zu Gast sein dürfen hier in der wunderschönen St. Katharinenkirche. Und vielen Dank auch, dass Sie die Idee hatten zu diesem Podium und zu diesem Gespräch, zu einem Thema, das uns vermutlich alle bewegt. Und das schon seit einigen Monaten, seit einigen Wochen. Denn auch wenn die Ukraine manchmal noch weit weg zu sein scheint, auch wenn wir hier noch im Frieden sitzen können und diese Veranstaltung lauschen können, die Auswirkungen und die Fragen, die damit verbunden sind, spüren wir alle. Entfesselte Mächte toben in der Welt, das Böse hat ein Gesicht, unschuldige Menschen sterben, unzählige sind auf der Flucht, die Welt rüstet auf. Gott, ich habe Angst, Frieden war für mich selbstverständlich und nun ist wieder Krieg in Europa. So heißt es in einem Friedensgebet auf der Seite der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und diese Selbstverständlichkeit, die ist es, die ins Wanken geraten ist. Die Selbstverständlichkeit eines Friedens, den wir, Sie haben das einmal gesagt, Bischöfin Fehrs, an den wir uns doch so sehr gewöhnt hatten, an diesen Frieden, nun ist er in Frage gestellt. Was macht das mit uns? Was ist ein möglicher Weg, um diesen Frieden wiederzuerlangen, um diesen Frieden zu stärken, ihm nachzujagen? Was können wir tun? Darüber wollen wir sprechen. Und ich freue mich sehr, dass Sie vier hier auf dem Podium sind mit den ganz unterschiedlichen Ansichten und Positionen auf diese Frage. Ich möchte voran ein Gedicht noch stellen von Matthias Claudius, dem Wandsbecker Dichter, der 1778 dieses Dilemma, vor dem viele von uns vielleicht jetzt stehen, in, wie ich finde, noch immer bewegende Worte gefasst hat. Es ist Krieg, o Gottes Engel wehre und rede du da rein. Es ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Frau Bischöfin, natürlich sind wir nicht schuld
am Angriffskrieg in der Ukraine. Aber Sie haben auch gesagt, man kann im Augenblick, egal welchen Weg man wählt, eigentlich nicht unschuldig bleiben. Gibt es einen leichteren Weg? Ich glaube, dass wir alle im Moment sehr zerrissen sind innerlich. Ich sage das jetzt einfach mal, weil mein Eindruck ist, durch die Generationen hindurch, ob Sie mit jungen Menschen sprechen oder mit alten Menschen, uns, die wir in der Friedensgeneration, würde ich es fast nennen, ja überhaupt auch oft erst zum Theologiestudium gekommen sind. Es war einfach für uns ein Identitätsmerkmal von Kirche sein und evangelische Kirche sein, bei dieser Friedensbewegung mitzuwirken, wo noch scheinbar alles so sortiert war im Ost-West-Konflikt. Und diese tiefe innere Zerrissenheit ist für mich auch eben eine Glaubensfrage und eine theologische Frage, weil ich zutiefst auch von zu Hause her geprägt bin mit dem Gebot Jesu der Gewaltlosigkeit durch und durch. Wer das Schwert zieht, wird auch durch das Schwert umkommen, sagt Jesus in der für ihn persönlich höchsten Gewaltsituation und Bedrohung. Und gleichzeitig ist dieses Petitum der Gewaltlosigkeit, so ich sie anderen zufüge oder von anderen erwarte, die selbst Gewalt erleiden, ist das genau die Frage, wie weit dann das Gebot der Nächstenliebe nicht auch anspricht und wie weit hier Solidarität ist das Stichwort, ich sage dazu auch Nächstenliebe, wie weit das eigentlich wirklich im Blick auf die Opfer dieses Angriffskrieges, um das ganz klar zu benennen, völkerrechtswidrig bis ins Dort hinaus, menschenrechtswidrig bis ins Dort hinaus, wie eigentlich ohne sofort im moralischen Reflex zu reagieren. Ich glaube, das passiert im Moment sehr, sehr schnell. Und der Zwischenschritt der Reflexion, was wirklich den Opfern hilft, was hilft denen vor Ort wirklich? Dass wir in dieser Frage alle in unserer Gesellschaft unterwegs sind, ob in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kirche, und dass wir auch gemeinsam, deshalb bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für die heutige Diskussion, dass wir alle miteinander ein gesellschaftliches Thema haben. Dass wir nicht an Einzelne, auch nicht an einzelne PolitikerInnen delegieren können und schon gar nicht es mit Verurteilungen versehen sollten, meiner Ansicht nach. Nun ist man mit dem Verurteilen allerdings recht schnell, auch in diesen Zeiten. Es gibt einen offenen Brief von vielen Künstlern, Schriftstellerinnen, Philosophinnen, auch Theologinnen, Antje Vollmatt unterschrieben, die den Bundeskanzler auffordern, keine schweren Waffen zu schicken. Nur so könne man den Frieden tatsächlich gewährleisten. Diese Art Pazifismus sei aus der Zeit gefallen, heißt es. In Zeiten des Krieges können wir diesen Pazifismus nicht mehr denken. Herr Enz, Sie vertreten diese Art von Pazifismus. Muss man den jetzt neu denken? Ist die alte Form der Gewaltlosigkeit angesichts der neuen Bedrohung jetzt hinfällig? Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Also ich weiß nicht, woher diese Frage eigentlich kommt. Weil diese Frage suggeriert ja und unterstellt ja, dass sozusagen alle Menschen, die irgendwie pazifistische Gedanken bis jetzt gehabt haben, sei es ein Vernunftspazifismus, sei es ein Verantwortungspazifismus, das nur für Friedenszeiten gedacht haben und reflektiert haben. Und sobald es irgendwo Krieg gibt, dann legen wir den Pazifismus beiseite. Also ich weiß gar nicht, wer auf die Idee käme, zu meinen, sobald ein Krieg herrscht, legt man den Pazifismus zur Seite. Nein, es ist genau das Gegenteil. Also wenn es brennt, wenn die Waffen eben nicht mehr schweigen, wenn zu den Waffen gegriffen wird, dann zeigt sich und muss sich bewähren, in jeder Situation neu eine pazifistische Grundhaltung. Das gilt ganz genauso natürlich auch für die friedenstheologische, friedensethische Positionierung. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber die Frage zu stellen, jetzt ist doch Krieg, jetzt musst du doch deinen Pazifismus ablegen, halte ich für, Entschuldigung, wenn ich das mal sage, richtig dumm und weise das weit, weit von mir. Ich bin sehr dafür, also damit eine pazifistische Grundhaltung nicht zur Ideologie verkommt, genau, oder zu einem Moralismus sich verdreht, dass sich friedenstheologische, friedens,
ethische Positionen in jeder Situation neu bewähren müssen. Das gilt für Afghanistan, das gilt für Irak, das gilt für Libyen, das gilt jetzt für Ukraine. Jedes Mal neu die gleichen Fragen oder ähnliche Fragen zu stellen. Können wir das so sagen? Und was nehmen wir dabei in Kauf, wenn wir diese Position einnehmen? Und warum nehmen wir sie ein? Und können wir das kommunizieren? Können wir auch sagen, können wir immer die Prüffrage stellen, sozusagen, das ist für mich eine ganz entscheidende, nicht in erster Linie, komme ich da unschuldig oder schuldig dabei heraus? Das ist für mich gar nicht die erste Frage. Die erste Frage ist immer, wie schützen wir die, die den Schutz notwendig haben, das heißt, die an Leib und Leben direkt bedroht sind. Und das sind in aller Regel nicht die Militärs, das sind in aller Regel nicht die politischen Entscheidungsträger, das sind die einfachen Leute, wie die hier in der Kirche sitzen, wie wir hier sitzen. Und die müssen es aushalten. Und die Frage stellt sich, wie schützen wir die am allermeisten und am besten? Und da stellt sich jetzt auch die Frage, also das ist sicherlich die Frage für heute Abend oder für diese Tage, schützen wir wirklich Menschen dadurch, dass wir immer, jetzt sage ich mal, immer schwerere Waffen einsetzen? Also mir will einfach nicht einleuchten, dieser Kurzschluss, der sofort, also Bischof Nefers hat es eben gesagt, da fehlt doch was dazwischen, ein Reflexionsschritt. Wir tun ja so, oder die öffentliche Debatte läuft praktisch so, als sei schwere Waffen heißt noch mehr Schutz. Genau. Und das ist ein Reflex. Diese Logik, scheinbare Logik, die stellt eine pazifistische, jedenfalls die Position, die ich vertrete, friedensethisch begründet, friedenstheologisch reflektiert, stellt das massiv in Frage, weil die erste Orientierung immer sein muss, also für mich als Theologen jedenfalls, muss immer sein, was ist das höchste Gebot? Und das gilt in jeder Situation. Das ist nicht, wenn die Situation sich ändert, dann ändern sich irgendwie auch unsere christlichen Gebote. Nein, das höchste Gebot ist die Gottes- und die Nächstenliebe. Konkretisiert nochmal in der Bergpredigt, wo ein absolutes Tötungsverbot dazukommt und sogar die Feindesliebe. Das ist der Ausgangspunkt für jede, auch politische Rationalität, jedenfalls wenn ich von einer christlichen Glaubenshaltung aus argumentiere. Nun würden Kritiker Ihnen vorwerfen, es sei leicht, so etwas von einem Stuhl im sicheren Hamburg zu sagen. Sie, Oberst Strunk, haben diesen Stuhl verlassen. Sie sind in Krisengebieten gewesen, in Afghanistan, in Bosnien, haben also auch dort die Menschen gesehen, die darunter leiden. Aus dieser Sicht betrachtet, können Sie das, was Herr Enz sagt, so unterschreiben oder stellen Sie dann vor Ort manchmal fest, in der Realität brauchen wir vielleicht doch etwas anderes? Also ich selber stehe schon sehr lange sozusagen mit einem Bein in der Bundesinstitution Bundeswehr und mit einem in der Kirche. Und ich habe für mich immer erkennen müssen, es muss für beide Positionen Raum sein. Das ist ganz wichtig, denn sie gelten auch zu allen Zeiten. Sie haben nur immer jeweils unterschiedliches Gewicht. Weil aus meiner Sicht ist es halt so vernünftig es erscheinen mag, auch zu sagen, es ist natürlich klar, wenn es keine Waffen gäbe oder keine Aggression, dann wäre auch keine Gefährdung da. Nur für mich ist es schwierig, dann zu sehen, dass es eben doch Situationen gibt, in denen können wir keine Wirkung erzielen mit den Mitteln, die wir haben. Und das gegeneinander abzuwägen, ist eben ein ewiges Ringen. Als Soldat der Bundeswehr haben wir auch in unserer DNA geschrieben, dass wir auch Kriegführung vom Frieden her denken müssen. Genau. Was also suggeriert, dass wir den Krieg nicht sehen als das letztendliche und das absolute Mittel, sondern schlichtweg kann der Einsatz vom Militär immer nur in einer ausgesprochen schwierigen und wichtigen Situation entschieden werden. Das muss sehr ernst genommen werden und das ist immer ein begrenzter Einsatz aus unserer Sicht. Also bis andere Lösungen wieder greifen, bis Friedensprozesse wieder in Gang gesetzt werden können und so weiter. Wir erleben eine eigene Erfahrung natürlich, dass es manchmal auch etwas anders aussieht, weil ich denke, auch in unseren Einsätzen das Militär schlichtweg zu viele Aufgaben am Ende lösen muss, weil die anderen nicht kommen. Und das ist jetzt nicht bezogen auf die Ukraine, aber grundsätzlich zu unserer Einstellung, dass man also hier auch sagen muss, ja, es kann Situationen geben, in denen eskaliert etwas, auf das wir jetzt keinen direkten Einfluss haben, es zu verhindern, also auch die Entscheidung der Ukraine, sich so zu verteidigen, wie sie sich verteidigt. Und die Frage ist jetzt, welche Unterstützung man einem souveränen Land gibt. Unabhängig davon gilt natürlich, sag ich mal,
diese auch ethische Sichtweise zu sagen, also der Einsatz vom Militär muss sozusagen ein Ziel dienen, und zwar auch dem Ziel, dass man den Möglichkeiten, den Frieden wieder Raum zu geben, auch tatsächlich schafft, die Voraussetzung. Es gibt halt Situationen, da können wir aus meiner Sicht eben konkret auch nur mit Einsatz solcher Mittel handeln. Nun müssen ja aber die Bedingungen für einen Frieden, den man aufbauen will, gegeben sein. Man muss vielleicht auch in Friedensverhandlungen treten können. Sie, Frau Professorin Schröder, haben vor einigen Wochen noch gesagt, von Friedensverhandlungen sind wir Lichtjahre entfernt. Es geht erst einmal darum, Eskalation zu vermeiden. Das ist 3 Wochen her, die Lichtjahre sind dadurch wahrscheinlich nicht geringer geworden. Ist jetzt schon die richtige Zeit, um über Frieden nachzudenken? Ich denke, es ist immer die richtige Zeit, über Frieden nachzudenken. Und ich denke, das wird heute auch zu wenig gemacht. Was wir in der Diskussion gerade sehen, ist eine sehr starke Verkürzung der Debatte auf verteidigungs- und militärpolitische Inhalte, die heutzutage ihre Berechtigung haben und auch haben müssen. Aber es muss geplant werden, auch langfristig vorweg geplant werden, welchen Weg zum Frieden man später einschlagen möchte. Ganz pragmatisch. Gar nicht theologisch argumentiert, sondern argumentiert im Sinne einer klassischen Verhandlungslösung. Ich würde heute immer noch sagen, dass wir sehr weit weg sind von einer möglichen guten Verhandlungslösung in diesem Krieg, weil für Verhandlungen immer 2 Seiten auch ein Interesse an Verhandlungen zeigen müssen. Ich sehe das auf der russischen Seite zumindest nicht. Das kann sich aber ändern. Wir wissen auch hier, dass diese Arten von Verhandlungslösungen zustande kommen können, wenn beide Seiten erkennen, dass ein Krieg keinen erkennbaren Nutzen mehr für die jeweilig andere Seite, für die eigene Seite bringt und dass ein Krieg zu ermüdend ist, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Und dieser Moment kann eintreten, insbesondere dann, wenn die wirtschaftlichen Sanktionen, die ja gegen Russland ausgesprochen worden sind, irgendwann doch greifen. Das heißt, parallel dazu, während dieser schreckliche und verfassungswidrige Krieg weiterläuft, müssen Vorgänge geschaffen werden, die eine solche Friedensverhandlung später möglich machen. Das kann dadurch passieren, dass Staaten identifiziert werden, die gute Dienste leisten können, die als Drittparteien in diesen Krieg, in die Verhandlungen, in die Mediation gehen können und sagen, wir stellen unsere Dienste zur Verfügung und versuchen in diesen Krieg hineinzugehen und Verhandlungslösungen mit auszuarbeiten. Wir bieten Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem Waffenstillstand. Wir versuchen, dieses zerstörte Land wieder aufzubauen. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, die sich andeuten. Es gibt noch leider keine perfekte Lösung, die sich aus meiner Sicht hier andeutet, aber es wird so sein wie auch in anderen Fällen, wie im Iran, wie in anderen Bürgerkriegssituationen, dass wir eine Konstellation haben aus Akteuren, die sich für diesen guten Dienst der Friedensförderung einsetzen, und der muss vorbereitet werden. Und ich hätte gerne mehr Diskussionen darüber, wie ein solcher Weg aussehen könnte und auch wie der langfristig gestaltet werden könnte, weil wir sehr genau wissen, dass frühe und nicht gut geführte Friedensverhandlungen auf lange Sicht zu einem Wiederaufflammen von Kriegen führen können. Und das muss unbedingt verhindert werden. Das kennen wir aus der Bürgerkriegsforschung, dass schlechte Friedensschlüsse, schlechte Waffenstillstände das Leid auf lange Sicht noch erhöhen. Und das müssen wir verhindern. Und deswegen müssen wir jetzt über den Frieden reden, um später zu einer guten Lösung kommen zu können. Dann lassen Sie uns doch das versuchen. Herr Strunk, Sie haben bei den Einsätzen kritisiert, dass genau das auch oft zu kurz kommt. Man ist schnell mit militärischen Entscheidungen und dann fehlt etwas. Afghanistan ist sicherlich kein Land, was wir zum Frieden gebracht haben, mit oder ohne Waffen. Libyen, Syrien sind weitere, die man nehmen kann. Was würden Sie sich wünschen, um frühzeitig als Soldat auch für den Frieden wirken zu können? Was müsste man tun? Das allererste und die Grundvoraussetzung ist natürlich das Einstellen der Kampfhandlungen. Und dann auch tatsächlich zu sehen, dass man möglichst eine Stabilität, insofern auch wenn sie fragil ist, so herstellt, dass es auch nicht zum Aufflammen neuer Kampfhandlungen kommt. Das ist natürlich immer dann, wenn es Länder betrifft, die nicht eine solche Kraft besitzen, wie wir das jetzt eben sehen in dem Überfall Russlands, dass man das dann entsprechend Konfliktparteien trennen kann und so weiter, dass man dann wenigstens die Voraussetzungen schafft, wo dann Friedensbildung auch tatsächlich stattfinden kann, indem es dann wieder darum geht, um den Wiederaufbau, um das Schaffen von Verwaltungsstrukturen, um wirtschaftlichen Aufbau, um Rechtsstaatlichkeit oder Wiederherstellung von Recht und Bewahrung von Recht und so weiter. Da sind also eine ganze Reihe ziviler Kräfte, wie ich es mal sage, und verschiedener Bereiche nötig, ganz dringend nötig. Das ist in einem, das ist in
in weniger entwickelten, sag ich mal, Bereichen oder Ländern ist das für große Mächte einfacher. Wenn jetzt eine so große Macht eben einen politischen Willen hat und einen militärischen Willen, dann wird es schwierig, dann irgendwann zu sagen, wie kann man diesen Frieden herstellen? Vor allem, weil wir ja selber sehen, dass wir auch gar nicht wissen, wie sich das entwickeln wird und ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, unmittelbarer noch betroffen zu sein. Sondern hier geht es ja tatsächlich um die Besonnenheit, ich sage es mal auch so, auch wenn es im politischen Raum kritisiert wird. Hier geht es ja um die Besonnenheit, auch zu sehen, dass man einen Weg findet, die in Not geratene Ukraine zu unterstützen einerseits und andererseits sich selber nicht zu einer Kriegspartei macht oder in diesen Krieg hineinziehen lässt. Also die Besonnenheit und auch die Langfristigkeit, zwei Punkte. Wenn wir auf die Langfristigkeit schauen, Frau Bischofin Fehrs, Professor Enz, die Kirche engagiert sich ja seit langem in der Friedensarbeit, in Initiativen, auch in der Ukraine, auch in Russland. Es sind viele Kontakte aufgebaut worden und nun sind wir trotzdem an dieser Situation. Wo ist da etwas schiefgelaufen? Wo ist man vielleicht falsch abgebogen? Meinen Sie das jetzt bezogen auf die kirchlichen Kontakte konkret? Mit der russisch-orthodoxen Kirche zum Beispiel? Oder nein, ich meine, wenn wir als einen Weg zum Frieden das Stärken von zivilen Institutionen meinen, wenn wir das meinen als Stärken von Organisationen, die beim Wiederaufbau, beim Aufbau überhaupt mithelfen können. Genau solche Organisationen unterstützen Sie ja seit langem. Aber es reicht alleine nicht aus? Klar, ich sag zu. Ja, ich kann da jetzt nicht so genau drauf reagieren, wie Sie merken, weil ich jetzt nicht so konkret im Blick habe, was Sie meinen. Was ich unter dem Begriff falsch abbiegen schon, finde ich, oder sehr selbstkritisch mit reflektiere, auch in unseren friedensethischen Debatten, Fernando, jetzt der letzten Jahre, ist die Wahrnehmung, was eigentlich 2014, 15 schon passiert ist auf der Krim, in Georgien, also das, was schon erkennbar war, dass es sich hier um territoriale Rechtsbrüche der allergrößten Sorte schon gehandelt hat und wie eigentlich es stattfinden konnte. Sie haben das mich da vorhin zitiert, wir haben es ja alle nicht geglaubt. Wir haben es alle nicht geglaubt vom 24. Februar, dass es wirklich passieren würde, oder? Und diese Frage, wo hätte man eigentlich vorher aktiver auch investieren müssen in eine nicht militärische Konfliktlösung, in eine Konfliktlösung, die sozusagen noch rechtzeitig gewesen wäre, wenn ich sie mal aufgreifen darf, und auch finanziell sich zu engagieren. Das muss ich ganz persönlich sagen, werfe ich mir richtig vor, dass ich das nicht richtig erkannt habe. Oder viele jetzt ja nicht, aber es ist auch mit unserer Verantwortung als Friedensethiker. Übrigens, zur Militärseelsorge bin ich genau aufgrund dieses Engagements für die Friedensethik gekommen. Das ist das Besondere an der evangelischen Kirche und nimmt einen Teil Ihrer Frage auf, dass wir eben gerade unter dem Aspekt des gerechten Friedens unterstützen, was eine wehrhafte Demokratie sein kann, eben auch durch die Bundeswehr. Ich finde, dass es nochmal den Gedanken von Ihnen mit aufnimmt und wie es sich quasi zusammenfügt bei diesem Thema. Das ist aber jetzt ein Nebengedanke. Das andere, das beschäftigt mich schon auch sehr. Ja. Also ich möchte mal mindestens drei Sachen dazu sagen. Das eine ist, man muss immer nochmal sehr aufpassen, wen meint man eigentlich, wenn man sagt, die Kirchen. Meint man Kirchenleitungen? Das ist des Öfteren mal, findet man da andere Haltungen als Kirchengemeinden, die tatsächlich in einem Konflikt leben und vor Ort Flüchtlinge versorgen, Suppenküchen aufbauen und so weiter und so weiter. Also dieses Friedensengagement, dieses zivile Friedensengagement in vielen Kirchengemeinden darf uns nicht davon ablenken, was manche, jetzt sage ich mal so einen Begriff, Kirchenfürsten von sich geben, die meinen, die besseren Politikberater zu sein. Das vermisse ich tatsächlich. Ich glaube, da fehlt noch viel. Und das kann man, sage ich ruhig jetzt mal allgemein, für Kirchenleitungen
viel entschiedener und viel klarer auch Position zu beziehen und mutig auch nicht versuchen, einen Mainstream zu vertreten, sondern mutig auch tatsächlich ihre Verantwortung gegenüber der Politik wahrzunehmen und zu sagen, wir haben dieses Wächteramt gegenüber unseren Regierungen. Und das heißt eben auch nicht nur, wir Kirchen in Deutschland müssen dem Herrn Putin sagen, was er machen soll, sondern wir Kirchenleitungen in Deutschland müssen eben auch unserem Bundeskanzler vielleicht was sagen oder unseren grünen Außenministerinnen und so weiter. Und das ist nicht eine Stimme, die sozusagen sich anbietet und wir können ja nun alle nichts machen und wir sind ja alle irgendwie schuldig und so weiter. Das reicht nicht. Es muss mehr sein und da ist auch mehr zu sagen. Was ich aber dann auch selbstkritisch jetzt sage, Sie haben vorhin erwähnt, dass ich im Weltkirchenrat auch vertreten bin, im Zentralausschuss, da vertrete ich nun meine Kirche, die Mennoniten, historische Friedenskirche. Wir haben sehr viel gute Diskussionen erarbeitet, das gesamte Konzept zum gerechten Frieden. Ich könnte Ihnen jetzt Papiere rauf und runter zitieren, die wir noch bei der letzten Vollversammlung in Busan alle gemeinsam beschlossen haben, von EKD bis russisch-orthodox, inklusive Mennoniten. Wunderbare Sachen haben wir gesagt. Die Gewaltfreiheit ist unser Weg und selbst wenn es uns was kostet, wir werden den Weg des Kreuzes gehen und bitten Gott, dass er uns die Kraft dazu gibt. Wunderbare Sätze. Und was sind die jetzt wert? Also ich versuche im Moment Kirchenleitungen auf diese Sätze auch zurückzurufen und sie darauf zu besinnen. Jetzt kommt das Selbstkritische. Wir haben im Weltkirchenrat, das werfe ich mir selber vor, zu lange zugesehen, wie sich Vertreterinnen, auch Delegierte der russisch-orthodoxen Kirche von uns wegentwickelt haben, beziehungsweise wir uns von ihnen wegentwickelt haben. Also, das muss ich noch mal ein bisschen erläutern. Nach meiner Wahrnehmung haben wir die russisch-orthodoxen Vertreterinnen, da sind auch Frauen, immer weniger verstanden. Und wir haben dann, wenn sie mit ihren Sprüchen kamen, ihren nationalistischen Meinungsäußerungen, ihren diffamierenden, homophoben Aussagen, wir haben da gesessen und haben gesagt, okay, wir halten das jetzt mal kurz aus und ist zwar schlimm und dann machen wir weiter mit unserer Tagesordnung. Warum sind wir nicht viel vehementer aufgestanden und haben gesagt, so können wir diese Kirchengemeinschaft nicht leben. Wir werden das nicht akzeptieren. Was auf der anderen Seite dann passiert ist, ist sozusagen eine Haltung, und ich sehe das ein bisschen parallel mit der russischen Regierung, dass sozusagen der Respekt voreinander immer mehr abgesunken ist. Also bis hin zu einer Verachtung auf der einen Seite gegenüber dem Westen, Stereotypisierung, auf der anderen Seite von uns aber auch eine immer größere Respektlosigkeit und nicht mehr ernst nehmen. Lass sie reden, sie checken es sowieso nicht. Wenn das trägt nicht zum Frieden bei, und da muss man natürlich, sage ich mir jetzt selbstkritisch, Fernando, wo bist du nicht aufgestanden, wo hast du nicht rechtzeitig gesagt, hier ist eine Linie, auch eine ethische Linie, die ihr überschreitet, und wenn ihr sowas sagt, dann müssen wir wirklich uns überlegen, ob wir hier, was für eine Art von Kirchengemeinschaft das hier eigentlich sein soll. Frau Professorin Schröder, sehen Sie das ähnlich? Sie haben gesagt, wenn man auf die vielen Jahre der europäischen Sicherheitspolitik schaut, dann stünden wir jetzt vor einem Scherbenhaufen. Haben wir uns zu früh vielleicht auch entfernt, zu früh aufgehört, zu versuchen zu verstehen, was da in Russland, in osteuropäischen Ländern geschieht? Das ist ganz sicher der Fall. Es ist ja auch ein Fakt, dass viel Forschung im Bereich der Osteuropa-Forschung nicht weiterfinanziert worden ist, dass wir jetzt auch sehen, dass es ganz große Wissenslücken in diesen Feldern gibt, ganz wenig ernsthaft substanzielle Expertise. Das gilt auch für den Bereich der Sicherheitspolitik, auch der kritischen Sicherheitspolitik, auch der Bundeswehr. Das sind alles Bereiche, in denen gibt es außerhalb der Personen, die qua Amt dafür zuständig sind, ganz wenig Expertise. Und das ist natürlich ein Fehler, weil wir als Vertreter der Friedensforschung in diesem Fall schon lange gesagt haben, wir brauchen mehr gesellschaftliche Debatte über die zentralen Themen unserer Zeit. Das ist der Klimawandel, die Klimakrise, die Debatte haben wir. Das sind aber auch die Fragen der nuklearen Bewaffnung, das sind Fragen der Zukunft der nuklearen Bewaffnung, das sind Fragen von Krieg und Frieden von großer Reichweite, die ja über den Ukraine-Krieg hinausgehen. Ich muss auch darauf hinweisen, dass wir
in der Welt sehr viele Kriege zurzeit haben, die schon sehr lange andauern, die sehr blutig sind und die gerade auch in die Gefahr geraten, vergessen zu werden. Und auch für diese Kriege, sei das in Syrien, im Jemen, you name it, brauchen wir Expertise und brauchen wir auch die Diskussion, wie wir damit umgehen und wie wir da einen Weg schaffen, möglichst viel Leid zu vermeiden und möglichst bald eine Lösung herbeizuführen. Und das ist in allen Bereichen systematisch in den letzten Jahren versäumt worden. Wir haben in der Friedensförderung und in der Sicherheitspolitik sehr wenige Erfolge vorzuweisen. Ich habe mich im letzten Jahr und auch in den Jahren davor sehr viel mit der Afghanistan-Intervention beschäftigen müssen. Das war ein politisches Desaster ersten Ausmaßes, das jetzt auf die Füße der Afghaninnen und Afghanen fällt, die wir gerade im Stich lassen. Genauso wie wir auch die Ortskräfte im Stich gelassen haben, die dort mit uns gemeinsame Sache gemacht haben. Das sind Themen, die liegen mir schon sehr am Herzen, wo ich denke, ja, da hätte man mehr darüber wissen müssen. Das gilt auch für Russland, das gilt auch für deutsche Außenpolitik, aber auch für die Friedens- und Sicherheitsforschung, wo natürlich in vielen Bereichen nicht hart genug darüber nachgedacht worden ist, was denn eine mögliche Konsequenz von Putins Handeln auch sein könnte. Ich würde aber auch sagen, dass diese schnelle Verurteilung von Entspannungspolitik, von Ostpolitik und von Ausgleich auch ein Fehler ist, weil wir wissen, dass die Brandsche Ostpolitik eine Entspannungspolitik war, die über Jahrzehnte hinweg Fortschritte in der friedlichen Entwicklung einer Interaktion, die von Gewalt geprägt war, gebracht hat. Und diese Fortschritte muss man jetzt auch nicht gleich auf den gleichen Müllhaufen werfen, sondern muss sich überlegen, was würde denn in Zukunft funktionieren? Wie können wir das denn umbauen? Ich würde jetzt nicht von Entspannungspolitik reden. Ich würde jetzt nicht von Kooperation reden. Wir haben ja einen heißen Krieg. Es ist ja kein kalter Krieg, in dem wir uns befinden. Jetzt geht das nicht. Aber wir müssen darüber nachdenken, wie man in einer Zeit, in der wir geografisch immer mit Russland zu tun haben werden, als Europa gesprochen, und auch immer mit anderen Krisen zu tun haben werden, wie wir in dieser Zeit und wie wir später wieder einen Weg finden, aus diesem Konflikt herauszugehen. Und dafür brauchen wir jetzt neues Wissen, um über spätere Entspannung und friedliche Koexistenz nachdenken zu können. Und auch das wird noch zu wenig gemacht. Wir werden unseren Teil hoffentlich dazu beitragen können. Aber auch diesen Diskursraum müssen wir wieder öffnen. Wir kommen ja aus der Lage, aus der geopolitischen Lage nicht raus, dass wir in einer Situation sind, wo wir uns mit Staaten wie der Russischen Föderation, aber auch mit anderen Staaten verständigen müssen, auch mit China. Und dafür brauchen wir ganz komplexe Wissensbestände, weil wir sehen, dass der Ukraine-Krieg mit den anderen Krisen und Konflikten dieser Welt vielfach verwoben ist und ganz vielfache Effekte hervorruft, die auf der gesamten Welt negative Konsequenzen zeigen. Und wir müssen verstehen, und das müssen wir auch für mein Feld, die Friedens- und Konfliktforschung, verstehen, wie wir dazu beitragen können, dass unsere unterschiedlichen Wissensperspektiven, und wir haben im Vorgespräch über die Multiperspektivität gesprochen, die wir brauchen, und auch über den Streit, den wir da hier über die Positionen brauchen werden, wie wir diese Multiperspektivität und diese Wissensbestände an diese verflochtenen Konflikte bringen können. Und das ist die große Aufgabe, die sich Personen wie mir stellen wird. Oberst Schunk, Sie unterrichten auch an der Militärakademie, bilden also auch aus. Welche Rolle spielen diese Fragen, die Professor Schröder gerade aufgeworfen hat, da jetzt schon in der Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten? Ja, sie bewegen natürlich sehr in der aktuellen Situation. Und ansonsten ist auch die Auseinandersetzung mit den ethischen Grundlagen des Berufs und auch mit der Friedensethik, die auch bei uns durch Theologen unterrichtet wird oder geführt wird, ist natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil. Also ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, man lebt eben mit diesen Fragestellungen von Beginn an. Und ich muss auch damit leben, mit einem Bein in der Kirche, mit einem Bein in der Bundeswehr, wie ich schon sagte, dass ich in beiden Institutionen als Christ in Uniform, aber auch als Soldat und dann Teil der Kirche natürlich von immer mal wieder in Frage gestellt werde. Und da müssen wir uns ein Leben lang mit auseinandersetzen. Was auch ganz wichtig ist, ist natürlich, dass wir sehen, dass die Urteilsfähigkeit für solche Konflikte und solche Situationen geschärft wird. Und das geht bis hin natürlich, dass wir Pauschalisierungen verhindern oder zu grobes Denken. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Frage der Sprache. Ich fand das sehr interessant, dass Sie gerade sagten, wo sind wir falsch abgebogen? Ich meine, im Augenblick wird eine sehr starke Sprache verwandt, die auch Bilder projizieren soll. Da ist eine Zeitenwende, das suggeriert eine Umkehr.
Da sagen sie, es ist falsch abgebogen. Das ist wie vom Weg abgekommen, ist aber was anderes als eine Umkehr. Oder aber auch die Frage, haben wir hier einfach nur eine Disruption, einen Bruch, einen Graben, über den man rüber muss, um dann irgendwo auf seinem Weg weiterzugehen. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Fragen. Und in dieser Zeit der starken Sprache müssen wir auch aufpassen, dass wir die richtigen Bilder produzieren. Und ich denke, da sollte man noch mal differenzieren und darüber nachdenken. Zum Glück haben wir dafür eine Expertin auf dem Podium, Professorin Schröder. Ist es eine Zeitenwende, in der wir uns befinden? Zeitenwende ist tatsächlich ein großes Wort und ich bin das schon öfter gefragt worden. Aber eine Zeitenwende ist eine Situation, in der der Möglichkeitsraum der Zukunft ein anderer ist. Also indem wir ein anderes Verhältnis zu unserer Zukunft entwickeln und von hier aus gesehen denken, oh, alles wird irgendwie anders und neu. Und wenn man das historisch nach hinten zieht, dann war 1648, der Beginn des europäischen Staatensystems, war eine Zeitenwende. Die napoleonischen Kriege und das europäische Konzert der Mächte 1815 folgende, das war eine Zeitenwende. Das Ende des Kalten Kriegs war eine Zeitenwende. Das wurde von den Historikerinnen und Historikern ex post festgestellt. Das heißt, wir werden in der Zukunft sehen, ob wir heute in einer Zeitenwende leben oder nicht. Es kann gut sein, dass es ein Graben ist. Es kann sein, dass es eine Zeitenwende ist. Und wenn ja, ist die Frage, ist es eine Zeitenwende zum Guten oder zum Schlechten? Und ich glaube, an der Stelle können wir noch arbeiten, weil wir noch nicht sicher sind, wo wir gerade hineingeraten. Und weil wir, wie ich ja schon sagte, in einer Zeit multipler Krisen leben und diese Zeit aktiv gestalten müssen, um da rauszukommen. Und da ist diese Zeitenwende, die jetzt von Bundeskanzler Scholz in einer Rede angekündigt wurde und die eher verteidigungspolitisch gelesen wird, auch in harten Worten, in starker Sprache verteidigungspolitisch gelesen wird, eine, bei der die Friedensforschung, die Sicherheitsforschung sagen würde, ja, aber diese großen Krisen und diese Transformation des internationalen Systems, die Klimakrise, das sind alles Krisen gewesen, die deuten sich nicht nur schon lange an, die sind schon sehr lange vor unserer Tür. Die sind nicht erst angefangen, als Putin einen souveränen Staat überfallen hat, sondern die gibt es schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und diese Zeitenwende ist kein Ereignis, die Zeitenwende ist ein Prozess. Und das ist das Problem mit Prozessen, dass wir manchmal zu spät merken, dass wir schon ganz tief in dem Prozess drin sind. Beispiel Klimaforschung, Klimakrise. Und ich denke, wir werden ex post sehen, dass die Invasion der Ukraine ein Katalysator war, der bestimmte Prozesse beschleunigt hat, die ohnehin schon passiert sind oder ohnehin schon auf dem Pfad waren. Und wir müssen jetzt sehr genau drauf schauen, wie man diesen spezifischen Pfad wieder verlässt und anderswo abbiegt, weil der aktuelle Pfad ist eine Zeitenwende, die sehr eng gedacht wird, die verteidigungspolitisch gedacht wird, was auch die Friedensforschung konzidiert notwendig ist, aber die erweitert werden muss, um die größeren Fragen der Friedensethik, der Friedensförderung, des Wiederaufbaus, der zivilen Konfliktbearbeitung und der Frage, wie man eigentlich zu stabilem Frieden kommt. Und wenn man da nochmal überlegt, was Frieden eigentlich ist, es wird ja viel über Frieden gesprochen, es ist ein großes Wort, dann würde ich einmal mit der Friedensforschung mit Ernst Otto Cempiel argumentieren, dass Frieden ein Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit ist. Das ist so eine Aussage, die hilft mir gerade als Definitionsmerkmal, weil man da anfangen kann, was wäre denn ein Prozess abnehmender Gewalt, ohne gleich sagen zu müssen, das ist jetzt aber der Weg zum Weltfrieden. Und ich glaube, auf diesen Prozess müssen wir uns jetzt einlassen. Sie haben in diesem Zusammenhang auch Gramsci zitiert, der gesagt hat, das Neue stirbt, das Alte stirbt, das Neue ist noch nicht ganz da. Wir sind in diesem Interregnum. Es liegt also an uns, auch dieses Neue vielleicht mehr in diese Richtung, die Sie skizziert haben, zu bewegen. Professor Enz, Sie hatten sich dazu gemeldet. Ja, Sie haben Ideen dazu. Zudem, mir gefällt diese Definition vom Frieden sehr gut. Also so haben wir das auch in unserem Konzept vom gerechten Frieden ganz ähnlich beschrieben. Wir benutzen da ein bisschen andere Worte, aber immer Frieden nicht als Zustand zu beschreiben und zu begreifen, sondern als einen Weg, der zu beschreiten ist, auf diesem Weg des gerechten Friedens. Ich wollte noch was sagen zu dieser Begrifflichkeit der Zeitenwende. Schließe mich da ein bisschen an dem an, was Sie sagen. Ich werde immer dann ein bisschen unruhig, wenn Politiker verkünden, jetzt ist eine Zeitenwende, als könnte man das proklamieren. Also das ist ein bisschen, also da werde ich ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, was will er denn? Also Zeitenwenden werden, so wie Sie es sagen, eigentlich im Nachhinein
schaut man zurück und sagt, das war eigentlich eine Zeitenwende. Wenn es in der aktuellen heißen Debatte der Politik benutzt wird, dann muss uns das aufhorchen lassen. Da drin liegt eine Befürchtung und auch natürlich auch eine Hoffnung immer. Die Befürchtung wäre, dass man jetzt meint, man könne Politik, Sicherheitspolitik in Zukunft ohne Russland machen. Eine europäische Sicherheitspolitik ohne Russland. Russland wird nicht verschwinden. Es wird ja nicht weggehen. Es wird ja nicht ein Ende. Wir werden hier miteinander leben müssen. Das heißt, also wenn Zeitenwende bedeuten soll, jetzt wird aufgerüstet, jetzt gehen wir zurück zum Kalten Krieg, jetzt setzen wir alles auf eine Karte und zwar nur noch auf Rüstung und auf Abschottung und auf Abnabelung und Trennung und auf keinen Fall irgendwelche Kontakte mit Russland. Und wer das noch macht, der ist sozusagen Verräter. Wenn das diese Zeitenwende meint, dann habe ich größte Sorgen und bei so einer Politik werde ich nicht mitmachen. Wenn Zeitenwende bedeutet, und das ist jetzt der Hoffnungsschimmer sozusagen, wenn die Zeitenwende bedeutet, wir haben so vieles falsch gemacht. Warum sind wir nicht eingeschritten, als es mit der Krim war? Warum haben wir weiter gesagt, lass mal den Gashahn auf, wird schon irgendwie gehen, brauchen wir ja für unsere Arbeitsplätze und so. Als wir die Massaker in Syrien gesehen haben, haben wir gesagt, ja, ist ja doch weit weg und ist ja auch irgendwie schwierig und so weiter und. Jetzt könnte ich einiges aufzählen. Ne? Also wenn jetzt Zeitenwende meinen könnte, wir haben wirklich so viele Fehler gemacht und wir haben vieles nicht gesehen, wir waren blind, wir wollen es besser machen im Sinne tatsächlicher Sicherheit und Sicherheit jetzt bewusst nicht nur im Sinne von mehr Waffen, Aufrüstung, mehr Millionen und das soll alles ins Militär gehen, dann könnte darin sogar eine Chance liegen. Frau Bischofin, sehen Sie diese Chance auch? Ja, vor allem in dem Ansatz von dir, Fernando, dass es um Reflexion geht. Sie haben den Begriff Umkehr genannt, Herr Strunk, und das gefällt mir gut, weil im Moment ist tatsächlich ja, scheint es ja fast so zu sein, übrigens auch in einer sehr aufgerüsteten Sprache, die es gerade jetzt erforderlich macht, vom Frieden also zu reden, beziehungsweise auch die pazifistischen Positionen auch stark zu machen, ist, dass wir ja sowohl geopolitisch als auch moralisch an Grenzen kommen. Das ist einfach schlicht so. Und im Moment wirkt es so, als würde, das haben Sie, glaube ich, gesagt, als würde man mit der Forderung nach Waffen und schwere und leichte Waffen, das haben wir vorhin schon diskutiert, ist das eigentlich überhaupt eine Unterscheidung oder wie entsteht die eigentlich? Das ist ja auch eine Frage der Sprache, die ist im Moment sehr, sehr, sehr vereinfacht. Aber wo liegt eigentlich in dieser Reflex, wo unterbricht man den, zu meinen, dass im Empfinden dessen, was dort an Schrecklichkeit passiert, was einen natürlich moralischen Affekt auslöst, dass es nicht heißt, das würde zu lösen sein mit Waffenlieferungen. Dieser Automatismus ist im Moment, finde ich, wirklich ein Riesenproblem. Ja. Und insofern ist der offene Brief, der ja zur Besonnenheit auffordert, trifft der, finde ich, den richtigen Ton. Also da positioniere ich mich an dieser Stelle. Es ist wichtig, dass es angesprochen wird. Wie aber dann wirklich das Thema Waffenlieferung leicht oder schwer jetzt mal dahin quill, unter der Fragestellung, die ich vorhin noch mal so fokussiert habe, was hilft jetzt den betroffenen Menschen, den Opfern in der Ukraine wirklich? Ich meine jetzt auch ganz bewusst denen, die du vorhin auch angesprochen hast, Fernando. Und das ist, wenn ich das mal so ein bisschen charmant sagen darf, nicht nur eine kirchenleitende Frage. Das ist, indem wir hier diesen Raum haben, ist es kirchenleitend zu sagen, wir brauchen diesen Diskursraum. Das ist das, was im Moment dran ist. Nicht die ganz schnellen Antworten. Davon bin ich absolut überzeugt. Das
wird so sein. Und dennoch haben wir, Professor Schröder hat es gesagt, gerade einen heißen Krieg. Es ist Krieg in der Ukraine. Ja. Das heißt, Diskursräume können wir öffnen, langfristige Perspektiven können wir entwickeln. Aber was, Professor Enz, können wir oder Frau Bischof, finden gerne? Darf ich noch mal kurz, es geht darum, dass man sich das Ziel vor Augen führt, worauf die Hilfeleistung am Ende hinauslaufen soll. Also das ist genau die Frage, die Sie, glaube ich, gestellt haben, Frau Professor Schröder. Wo soll es hingehen vom Ende her gedacht? Und das nicht zu denken, ist ein Fehler. Das denken wir mit, aber was, Professor Enz, können wir jetzt konkret tun, um denn doch dem Grauen, dem Krieg, dem Morden Einhalt zu gebieten? Ja. Können wir etwas tun? Ich glaube, wir können viel tun, aber ich will nicht so tun, als hätte ich da die perfekte Antwort. Habe ich nicht. Und es ist, und die Frage ist, das ist die entscheidende Frage und das ist die One-Million-Dollar-Frage. Und es möge bitte keiner so tun, als hätte er oder sie diese Antwort. Aber was ich, wenn wir das gemeinsam feststellen, also und da gibt es immer ein großes Nicken und einen großen Konsens, ja, also ist nicht leicht und so weiter. Wenn wir das so feststellen, dann kann der nächste Gedanke darf dann nicht sein, okay, dann folgen wir unseren Instinkten. Und unsere Instinkte sagen unter Stresssituationen immer flee or fight, also abhauen oder kämpfen. Das sind die zwei freeze gibt es auch noch, flee, fight or freeze, also einfach gefrieren und einfach nichts machen. Das sind so die Instinkthandlungen. Und also wenn Sie mal die politische Debatte so beobachten, dann kann man sich schon fragen, also ist es eigentlich instinktives Verhalten, was wir da sehen, oder ist es reflektiertes Verhalten? So, und jetzt ist die Frage, was können wir tatsächlich tun? Es passiert ja ganz viel. Die Menschen, die, also bevor die Politik überhaupt angefangen hat zu denken, waren schon Leute aus, zum weiß ich, direkt kenne ich Menschen aus der russlanddeutschen Community zum Beispiel, die waren schon unterwegs mit Hilfsgütern in ihren Autos und haben Flüchtlinge gebracht. Das war am zweiten Tag des Krieges sozusagen. Es gibt immer sofort Aktivitäten in der Zivilgesellschaft. Wir haben ganz viel gesehen, auch die Bilder werden leider zu wenig gezeigt, weil sie nicht so sexy sind wie irgendwelche Gewaltbilder in den Medien, muss man leider sagen. Aber wir haben gesehen, wie Menschen einfach ohne was in der Hand, ohne Waffe in der Hand, in der Ukraine, versuchen, einen Panzer zu stoppen. Ich meine, da denkt man, wow, was ist da eigentlich los? Und sie haben ja zum Teil ja wirklich geschafft. Das ist kein Allheilmittel. Und ich habe jetzt auch nicht die Rezepte hier aus der Tasche ziehen und sagen, so geht das mit den gewaltfreien Methoden und so weiter. Ist super riskant, ist oft tödlich, es gibt keine Garantie, dass es irgendwie gut ausgeht. Aber es gibt so viele tolle Beispiele. Ein russisch-orthodoxer Priester, der heute Morgen, wo habe ich das gelesen, oder gestern Abend im Arte-Journal, der in die Kamera rein sagt, du sollst nicht töten, da kann man nur rumdeuteln, wie man will, und man kann sich winden, wie man will. Das Gebot gilt einfach, sagt ein russisch-orthodoxer Priester, tätig 400 Kilometer entfernt von Moskau, muss dafür eine Strafzahlung leisten, macht er aber. Auch das sind Bilder von russischen Menschen. Und wir sollen doch nicht so tun, als sei das dann immer ganz klar, da ist der Feind und hier sind die Guten und da sind die Bösen und so weiter. Das hilft alles nicht. Wenn wir Menschen schützen wollen, müssen wir genau diese Sachen aufbrechen, genau diese Stereotypen. Ich fürchte und sehe das auch, wir werden nicht alle Menschen retten können, weil es diese wahnsinnige Aggression gibt, die ich genauso verurteile wie alle anderen. Aber ich weigere mich, mit in diese Gewaltspirale einzusteigen. Ich weigere mich, in die Logik des Aggressors einzusteigen, der ja damit rechnen muss. Also man muss nicht meinen, dass Putin so dumm ist. Das ist doch berechnet. Also es steht das können Sie wahrscheinlich besser sagen, in der Militärdoktrin der Ukraine steht drin, 2021, im März, also vor einem Jahr, formuliert, wenn wir angegriffen werden, werden wir versuchen, so lange auszuhalten, bis die NATO endlich mit eingreift. Das läuft darauf hinaus. Und die Frage ist einfach, wann ist Herr Putin so weit, dass er sagt, so ihr Freunde, jetzt habt ihr eure Leoparden und Geparden und was ihr alles habt jetzt geschickt und ihr bildet sogar ukrainische Soldaten bei euch aus. Ich sage euch, das ist ein Kriegseintritt nach dem Völkerrecht und jetzt geht es hier nochmal richtig zur Sache. Also das muss doch aufgehalten werden. Ich meine immer noch,
dass wir mehr Menschenleben retten können, wenn wir auf die zivilen Lösungen setzen, wenn wir die diplomatischen Wege weitergehen, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass es Sicherheitsbedürfnisse auf der russischen Seite auch gibt und wenn wir auch die ukrainische Seite zu diesen Verhandlungen drängen und nicht nur Betroffenheitsbilder weiter kommunizieren und ein Politiker, eine Politikerin nach der anderen schöne Bilder in Kiew macht mit Präsident Zelensky. Das wird es nicht sein. Mhm. Frau Professorin Schröder. Jetzt haben wir vielleicht mal Anlass, uns zu streiten. Ja. Was ist Schutz? Das frage ich mich auch an anderer Stelle. Was ist Schutz? Wie weit greift Schutz? Und ist Schutz nur der Schutz eines reinen Menschenlebens, des Überlebens von Personen? Ich erinnere an das friedensethische Prinzip von Justitia et Pax, also Justitia. Wollen wir, in was für einer Welt wollen wir leben? Wie gestalten wir dieses Zusammenleben und wie gestalten wir die politischen Ordnungen, die wir uns selbst geben? Eines der Grundprämissen der europäischen Sicherheitsordnung ist die freie Wahl der Lebensumstände, die freie Wahl der Allianzen und die freie Wahl der Frage, ob man in einem demokratischen Staat leben möchte oder nicht. Das ist ein Grundrecht. Das ist ausgehebelt worden und das kann nicht so stehen gelassen werden. Das heißt, ich glaube, dass die Frage nach dem reinen Überleben, so wichtig sie ist, dass die zu kurz greift. Ich glaube, wir müssen mehr schützen als nur das reine Überleben. Wir müssen Justitia schützen, wir müssen das Völkerrecht schützen und wir müssen auch die Frage anschauen. Und ich weiß, dass es dort nur wirklich widerwärtige Abwägungsentscheidungen gibt, die wir gerade treffen können. Aber es ist immer eine Abwägungsentscheidung, wen oder was wir dort schützen. Und wir müssen anerkennen, dass die Ukraine, es ist oft gesagt worden, ich muss es nochmal wiederholen, ein souveräner Staat ist, der selbst entscheiden darf, wen und welche Personen sie schützt und ob sie sich verteidigen möchte oder nicht. Mhm. Natürlich hätte dieser Krieg früher beendet werden können durch einen Siegfrieden Russlands. Dann wären ganz andere Dinge jetzt auf der Tagesordnung. Dann wäre auch eine Ausweitung dieses Krieges gegebenenfalls auf der Tagesordnung in andere Territorien, weil dann als nächstes die Frage erscheint, okay, und wen greift Russland denn als nächstes an und welche Formen der Reaktion gibt es darauf? Das heißt, es gibt hier, denke ich, keine schöne Lösung, wo alle hinterher sagen können, wir haben uns die Hände nicht schmutzig gemacht. Wir machen uns alle die Hände schmutzig und das ist in diesem Feld einfach so. Aber die Frage des Schutzes aus meiner Sicht muss einbeziehen, dass es in der UN-Charta die Möglichkeit gibt, sich als Staat selbst zu verteidigen, wenn man als Staat angegriffen wird. Es gibt auch eine jahrtausendelange Debatte, die Ihnen im Raum auch allen bekannt ist, über die Frage des gerechten Friedens, des gerechten Kriegs. Die Frage, gibt es ein Bellum Justum? Gibt es die Möglichkeit, unter welchen Bedingungen gibt es die Möglichkeit, sich mit Waffengewalt in einem Krieg einzumischen, um zum Frieden zu kommen. Und ich glaube, auf dieser Debatte würden wir vermutlich nicht zu einer Einigung kommen. Aber ich denke, dass wir diese Debatte doch führen müssen, weil der Schutz auch von Menschenleben durch Waffengewalt etwas ist, das ich auch als pazifistische Grundposition verstehe. Weil ich denke, dass es eine Diversität von Pazifismen gibt, die nicht alle religiös gebunden sind oder auf religiöser Autorität basieren, sondern die auch auf einem Konzept des gerechten Krieges basieren können, die im Prinzip von einem Vorrang der Gewaltlosigkeit ausgehen, aber einen Einsatz von Gewaltmitteln als letztes Mittel zulassen, wenn denn die massive Verletzung von Menschenrechten, Genozid oder große Formen der Zerstörung vorkommen, die in irgendeiner Form verhindert oder vermindert werden müssen. Und unter diesen Umständen würde ich es immer noch für eine pazifistische Position halten, dort mit Waffengewalt vorzugehen. Ich sehe, dass der Frieden der Diskutanten hier auf dem Podium ein bisschen ins Raten kommt. Professor Enz. Dazu gäbe es viel zu sagen. Also meiner Meinung nach gibt es keinen gerechten Krieg. Und wenn Sie mir ein Beispiel nennen können, welchen Krieg Sie als gerecht bezeichnen, wäre ich sehr interessiert daran. Krieg ist im Letzten immer schmutzig, und weil keiner da unschuldig herausgeht. Und ich weiß nicht, für welchen Wert wir bereit sein dürfen, auch ethisch, das Leben anderer Menschen zu töten. Fällt mir nichts ein. Ich bin sehr bei Ihnen, wenn Sie sagen, es geht bei diesem Konflikt nicht nur um den Schutz von Menschenleben, sondern es geht auch um den Schutz von
Recht, es geht auch um den Schutz von Menschenrecht, es geht um den Schutz von Selbstbestimmung und so weiter. Das, genau darum geht es ja. Nur, meine Frage ist dann, mit welcher Glaubwürdigkeit geschieht das alles und wer ist hier jeweils diejenige Macht sozusagen, die als die Garanten auftreten für das internationale Recht und für die Menschenrechte und so weiter. Also ich muss jetzt nicht Afghanistan wieder aus der Tasche ziehen und ich muss auch nicht Libyen aus der Tasche ziehen und ich muss auch nicht Guantanamo erwähnen oder sowas. Man stelle sich nur vor, wie sich das aus anderen Blickwinkeln der Welt darstellt, dass dieser Westen, also die größte Militärmacht der Welt, die reichste Militärmacht der Welt, die hochgerüstete Militärmacht der Welt, sich bei bestimmten Gelegenheiten dann sozusagen aufspielt als die Garantin für all diese Rechte, die sie auf der anderen Seite mit Füßen tritt. Das ist für mich ethisch ein Riesenproblem. Und ich will mal das festmachen auch an einem, das habe ich auch mit der Zeit gelernt, in diesen internationalen Kontakten, in denen ich stecke. Wenn Sie sich mal die Liste anschauen, das haben Sie bestimmt gemacht, die Liste anschauen, es gab bei der UN-Vollversammlung ja die Abstimmung, also verurteilen wir das oder nicht. Gehen Sie mal es gab irgendwie nur 7 Stimmen dagegen, aber es gab über 50 Enthaltungen, wo man sich gefragt hat, wie könnt ihr euch denn enthalten? Das ist ein Angriffskrieg, das ist eine völlig klare Sachlage hier aus unserer Sicht. Das müsst ihr alle verurteilen. Über 50 Regierungen enthalten sich. Und dann schaut man sich mal die Liste an und sie finden zum Beispiel, also in der südlichen Hälfte von Afrika, nur Enthaltungen. Warum? Weil alle diese Länder inzwischen schon begriffen haben, also wir werden uns mal lieber enthalten, weil wir trauen dem Westen genauso wenig, wie wir dieser russischen Regierung trauen werden. Also da liegt ein ethisches Problem, aber es liegt auch ein politisches Problem und das wird zu einem rechtlichen Problem, zu einem juristischen Problem, weil uns die Glaubwürdigkeit abhanden gekommen ist, wenn sie denn überhaupt mal da war, dass wir tatsächlich eintreten für diese hehren Ziele. Ich bin da skeptisch. Also wenn Sie da mehr Zutrauen haben in die politische Führung, lasse ich mich gern beraten. Aber da wir noch versprochen haben, das Publikum auch noch mit einzubeziehen in diese Debatte, würde ich gerne Frau Bischöfin Fehrs und Herrn Strunk noch einmal das Wort überlassen. Sie hatten sich beide zu diesem Thema gemeldet und dann weiten wir die Diskussion. Also es ist ja tatsächlich in der EKD-Denkschrift 2007 genau in diesem Sinne, dass das Selbstverteidigungsrecht UN-Charta 51 natürlich dann zugestanden wird, wenn die Souveränität eines Volkes so mit Füßen getreten wird. Wie? Ja. Und es ist eben tatsächlich mit einer sehr, sehr, sehr feinen Kriteriologie, sagt man ja dazu, also dass es wirklich im äußersten Falle in ganz bestimmten, mit bestimmten Kriterien die Stadt finden müssen, also angefangen davon, ob es eine Angemessenheit gibt, Gewalt auszuüben und so weiter, diese sogenannte berühmte Ultima Ratio, gibt es diese Auseinandersetzung, bei der wir innerhalb der EKD-Synode gesagt haben, ja, im Sinne des gerechten Friedens, also genau so kann man es durchdeklinieren, dass wirklich auch Waffengewalt unter Umständen das kleinere Übel ist, als es nicht zu tun. Und genau in diesem Dilemma haben wir ja jetzt mit der Friedensethik durch die realen Vorkommnisse gestanden. Und ich glaube, dass man das schon auch beschreiben können muss als eine Ultima Ratio, die möglich ist. Aber es ist trotzdem der Begriff des Schmutzes. Also es ist etwas, was sich für, glaube ich, alle, die in diesem Spannungsverhältnis sind, eben nicht gerade anfühlt. Das ist eben nichts, was einen in dieser Abwägung ruhig sein lässt. Und deshalb ist die Diskussion ja auch so aufgeheizt. Es ist ja eine sehr, sehr emotionalisierte Diskussion. Und das auch vor dem Hintergrund, das will ich nur einmal noch mal benennen, dass wir es hier mit einer Nuklearmacht zu tun haben. Und ich wirklich beängstigt bin. Ich bin beängstigt, ob es nicht zu strategischem Einsatz von Nuklearwaffen kommt, wenn bestimmte Kriterien wiederum erfolgt sind, die Putin bestimmt. Beziehungsweise Putin und Design, das ist uns jetzt, glaube ich, klar. Also das ist eine Gemengelage,
die, finde ich, schon die Frage auch der Selbstverteidigungsrechte noch mal stark machen könnte. Also Selbstverteidigung dürfen, ist klar. Wir wollen Oberst Strunk noch einmal dazu kommen lassen. Gerade sagten Sie, dass Sie sich keine Werte vorstellen, für die man dann entsprechend auch Gewalt anwenden müsste. Ich meine, meine Uniform macht natürlich schon deutlich, dass ich der Auffassung bin, das gibt es auf jeden Fall. Allerdings ist es eben auch an Recht gebunden und an Legitimation. Und es geht um Rechtsbewahrung oder Rechtherstellen. Es geht natürlich um Begriffe auch wie Freiheit. Und es geht auch um nicht nur um Leben, sondern auch um Leben in Würde. Das ist also eine gewisse Werteordnung. Und ich denke, das ist jedem Land zuzugestehen und jedem Volk, dafür auch zu bestimmen, wer überhaupt sich das Recht nehmen könnte, einem diese Möglichkeiten zu nehmen. Und das ist ja auch in der Friedensethik vorhanden, dass wir sagen, es ist eben auch international nicht zulässig, sozusagen das Recht des Stärkeren gelten zu lassen, sondern das Recht des Stärkeren muss durch die Stärke des Rechts wiederhergestellt werden. Und die Legitimation, die muss gegeben sein. Aber, wie ich das anfangs auch schon sagte, alles mit den entsprechenden Grenzen auf. Also Kriegführung vom Frieden her denken. Irgendwo muss klar sein, wenn der Einsatz militärischer Mittel nicht mehr erforderlich ist, weil andere Dinge besser greifen und wieder greifen können. Und da sind wir vielleicht über einen Versagen, so früh wie möglich, wenn es denn sinnvoll ist, auch unter allerdings Abwägung, wann greift es denn wirklich? Dass es dann also früh greift und wir dann wieder auf die Schiene kommen. Also das, nicht das Militärische als das Endgültige, sondern als ein Mittel der Politik, ein äußerstes, aber nur ein Mittel der Politik, flankiert durch alle anderen Möglichkeiten, die man hat. Und das aber dann auch politisch zu bestimmen, wann eben die Zeit ist, tatsächlich auch zu kämpfen, solche Mittel einzusetzen, das muss man eben den Staaten auch zugestehen. Die Stärke des Rechts ist wichtiger als das Recht des Stärkeren. Das ist ein sehr schöner Satz, der auch in der Friedensdenkschrift der EKD steht von 2007. Wir wollen mit Ihnen weiter diskutieren an dieser Stelle. Was bewegt Sie in diesen Tagen? Welche Fragen haben Sie an unsere Expertinnen und Experten hier auf dem Podium? Und gleich hier vorne haben wir bereits eine Wortmeldung. Wir haben ein Mikrofon, wenn Sie einen ganz kleinen Moment warten, kommt der Kollege mit dem Mikrofon, damit auch alle hinten Sie verstehen können. Hier, genau, hier vorne der Herr in der ersten Reihe. Bischof Huber hat einmal sehr schön formuliert, das Gebot, du sollst nicht töten, beinhaltet auch, du sollst nicht töten lassen. Und ich glaube, in der Situation sind wir. Und noch ein Wort zum gerechten Krieg. Es gibt keinen gerechten Krieg. Aber es gibt einen Fall, wo man sagt, dieser Krieg ist gerechtfertigt, wenn es um die Selbstverteidigung geht. Aber einen gerechten Krieg gibt es nicht. Vielen Dank. Wir werden das gleich aufgreifen. Wir sammeln vielleicht noch eine Frage dazu. Und, okay. Ja, vielen Dank. Also was mich ja wirklich fasziniert, ist, wie man mit Sprache und mit Rhetorik, gerade mit Kirchenrhetorik, so viele Pseudo-Antworten geben kann auf reale Fragen. Das hier ist auch ein umbauter Raum, der irgendwie im Selbstverständnis der Christinnen auch ein Haus Gottes sein soll. Ich habe nicht genau mitgezählt, aber ich habe eigentlich so gut wie gar nicht den Namen Jesus Christus hier gehört oder seine Aussagen in der Bergpredigt, die vielleicht einigen hier bekannt sind. Ich möchte die mehrfach promovierten und habilitierten und hochgeehrten Christinnen mal fragen, wann sich Jesus dann eindeutig für einen Krieg ausgesprochen hat oder für Gewaltanwendung. Vielleicht habe ich da ja vieles falsch gelesen und völlig falsch verstanden. Die zweite Frage ist, jeder deutsche Wehrmachtssoldat hat 1939 ein Koppelschloss getragen. Für die das nicht wissen, das ist so eine Art Gürtelschnalle. Und da stand drauf, Gott mit uns. Gott mit uns. Und die deutschen Christen haben die deutschen Truppen gesegnet, die sie als erstes die Ukraine überfallen oder erst Polen überfallen haben. Der weitere Verlauf, den will ich hier nicht zitieren. Interessanterweise ist diese Diktion und dieses Erklärungsmodell auch bei dem
amtierenden Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche Kyrill natürlich auch gegeben. Auch der segnet seine Truppen, in Klammern christlich, Putin befreundet, mit Gott mit uns. Aus der Perspektive ist die Ukraine das Reich des Bösen. Umgekehrt aber auch. Es gibt ja auch in der Ukraine, in Antiochien, in Alexandrien, in Griechenland Patriarchen. Alles im Rahmen der Kirche. Ja. Ja, vielen Dank. Vielleicht greifen wir einmal die Frage auf, die Sie zuerst gestellt haben, die Frage nach Jesus Christus. Die Bergpredigt, Herr Enns, ist bei Ihnen zumindest heute Abend auf dem Podium erwähnt worden. Jesus Christus ist für Sie in Ihrer Theologie auch eine wichtige Figur. Vielleicht mögen Sie als Erster auf die Frage antworten, welche Rolle spielt Jesus Christus in der Diskussion, die wir hier geführt haben? Also ich hoffe, dass es deutlich geworden ist, deswegen habe ich es auch ganz am Anfang gesagt, dass für mich aus dem christlichen Glauben her argumentierend und das sage ich gleich dazu, das ist meine primäre Identität, ein Christenmensch zu sein, ist Jesus Christus die zentrale Figur, Botschaft, Orientierung schlechthin. Also deswegen tue ich mich auch so schwer mit den manchen friedenslogischen Positionen, die strategische Überlegungen anstellen, juristische Überlegungen anstellen, politische Kalküle anstellen. Ich versuche mich da hineinzudenken und so weiter, aber am Ende stehe ich als Christenmensch da und will und muss es aus der Perspektive genau dieses christlichen Glaubens versuchen zu beantworten. Dass das aber nicht immer so eindeutig ist, das haben wir, glaube ich, heute Abend auch gemerkt und ich für mich nicht das alleinige Interpretationsrecht in Anspruch nehmen darf. Also Fernando Enns versteht diesen Jesus Christus praktisch als einziger und alle anderen, die es anders lesen, sind sozusagen falsch. Nein, ich brauche genau diese Auseinandersetzung wie heute auch. Wir brauchen diesen Raum der Kirche, wo wir miteinander ringen. Deswegen sind wir evangelische Christen und Christinnen, die nur in der Debatte, im Gespräch, auch mit dem gegenseitigen Aushalten weiterkommen. Ich will aber noch mal eins dazu sagen, weil das eben so anklang, also diese Nationalismen, die wir da in den orthodoxen Kirchen finden. Wir müssen immer auch wahrnehmen, wie das aus orthodoxer Sicht aussieht. Also auch orthodoxe Christinnen und Christen haben gesehen, wie ein George Bush Jr. In den Irak gegangen ist, haben gesehen, wie ein Donald Trump mit der Bibel in der Hand vor der Kirche steht und irgendwelche Dinge verkündigt. Also wir sollen bitte nicht so tun, als seien im Westen sozusagen diese Verbindung von christlichem Glauben und Nationalismus so fremd, und das sei nur auf orthodoxer Seite zu finden. Da würde ich sehr davor warnen, denn wir werden, also wenn wir so pauschalisiert der Westen gesehen werden, dann sind da auch bestimmte Bilder vorhanden. Und die denken dann nicht zuerst an St. Katharinen und was für ein aufgeklärtes Publikum hier wohl sitzt und hochreflektiert, sondern da steht ein Trump und der wird von Millionen von rechtsgerichteten evangelikalen Christinnen und Christen unterstützt, gefeiert. Sie finden die amerikanische Fahne in fast jeder Kirche. Mhm. Was ist das so anders als das, was wir da sehen? Also das gehört zum Gesamtbild auch dazu. Ja. Und trotzdem gibt es auch in der russisch-orthodoxen Kirche, Sie haben es erwähnt und Sie, Frau Fers, haben auch hingewiesen, sehr viele russisch-orthodoxe Priester, die sich hinstellen und sich klar äußern und sagen, du sollst nicht töten. Was mich zu Ihrer Anregung führt, die ich gerne an Sie, Oberst Strunk, weitergeben würde. Du sollst nicht töten, du sollst nicht töten lassen. Ja. Als Soldat und als Christ, ist das für Sie ein Widerspruch? Wie geht Sie damit um? Natürlich, grundsätzlich ist das ein Widerspruch. Und die Anwendung, wie ich das schon sagte, auch militärischer Gewalt bis hin dahin, dass man eben auch Menschen tötet, ist ein äußerstes Mittel und muss also kann auch nur greifen, wenn es keine anderen Lösungen gibt als solche. Man muss sich damit natürlich auseinandersetzen, stets auch in der Hoffnung in dem Wunsch, das Schlimmste zu vermeiden und zu wissen, wenn es soweit kommt, dann ist sich dazu eben auch zu bekennen. Das Problem, was wir hier sehen, jetzt ist bei allem, was wir wollen, dass wir natürlich in vielen Dingen die Dinge auf der Zeitschiene sehen müssen. Also zu reflektieren, das halte ich für absolut wichtig und das müssen wir auch, aber es wirkt eben nicht jetzt in dieser Situation.
Und jetzt nichts zu tun beispielsweise hätte auch wieder andere Auswirkungen. Also ich denke, alles zu seiner Zeit, und leider müssen wir auch erkennen, dass wir das Heft des Handelns eben in gewissen Situationen nicht in der Hand haben. Und dass wir es hier mit Kräften zu tun haben, die wir nicht durch andere Mittel zur Zeit an einen Verhandlungstisch bringen können. Und dass wir selber sehen müssen, dass wir wirklich auch nicht Teil einer Kriegspartei werden. Das ist also jetzt eine Gemengelage, die, da möchte ich auch nicht in der Haut der Verantwortlichen stehen, weil was sie auch machen, es sind ja Dilemmata, die sich aufgetan haben in vielerlei Hinsicht. Hätte man eine Ukraine anders unterstützt, hätten sie vielleicht irgendwo eine andere Abschreckung gehabt, müssten nicht in ihre Städte gehen und so weiter. Also es sind ja viele Fragen, die sich eigentlich auch konträr beantworten lassen. Ich denke, dass in diesem Falle das Gebot, soll es nicht töten und nicht töten lassen, das steht über allem, das können wir nicht wegräumen. Und das heißt auch, das ist eine äußerste Notlage, und wenn es eine Möglichkeit gibt, dieses zu beenden und mit anderen Mitteln zu greifen, dann muss das auch genutzt werden. Aber wir können es eben nicht ausschließen, insbesondere wenn das gewisse Handlungsweisen aufgezwungen werden. Viele Fragen haben Sie gesagt. Zwei Fragen wollen wir gerne noch jetzt hier in der großen Runde stellen. Die Dame hier vorne und Sie hatten sich zuerst gemeldet. Und dann haben Sie die Möglichkeit, bei einem kleinen Empfang noch in kleiner Runde mit den Diskutanten hier oben, zumindest den meisten von Ihnen, weiter zu diskutieren. Ja, hallo. Bitte schön. Ich möchte gleich zu Ihnen, der Sie zuletzt gesprochen haben, einmal sagen, nach meiner Ansicht nach sind wir schon im Krieg. Deutschland ist schon beteiligt im Krieg mit seinen Waffen. Und in anderen Kriegen waren oder sind wir auch beteiligt durch unsere Waffenexporte, was ein großer Wirtschaftsfaktor ist. Ja? Das zweite Punkt möchte ich mich an Fernando Enz anschließen. Wir sind nicht der Nabel der Welt und wir sind nicht der gute Westen. Ich finde, dass versuchen unsere Medien uns beständig vorzugaukeln, aber wir sind das nicht. Ich war lange Lateinamerika-Referentin und die Menschen dort in Mittelamerika, die übrigens von den USA bestimmt werden und kein Selbstbestimmungsrecht haben, Guatemala, El Salvador, Nicaragua und so weiter, ja, die leiden jetzt unter dem Krieg, unter diesem Ukraine-Krieg. Der Reis und die Bohnen sind richtig teuer. Das betrifft auch viele Länder in Asien oder Afrika. Vielen und Dank. Alles das, was Fernando gesagt hat, ich würde ja sagen, Fernando hat es begriffen, aber das ist moralisch. Vielen Dank. Also, das unterstütze ich. Mein Leiden ist, dass wir, finde ich, auch in den Medien, aber auch in unserer Kirche, diese Militarisierung, wir sind auf dem Weg der Militarisierung und das, was wir heute Abend hier gemacht haben, wunderbar, endlich, aber diese Militarisierung, als sei das jetzt der letzte und einzige, der schnellste, effektivste Weg, das ist es aber nicht. Also zwei Sachen, jetzt habe ich mein Statement gegeben, ne? Zwei Sachen, ich hätte gerne, dass, ich weiß nicht, wie wir als Kirchen oder Christen, Christinnenmenschen unsere Kirche dazu bringen, deutlicher Position zu beziehen. Dann vielleicht brauchen wir mehr solche Veranstaltungen. Und das andere, da würde ich gerne nochmal die Frage von Fernando an die Frau Schröder, glaube ich, Professor, Entschuldigung, ich weiß Ihren Namen Professorin nicht. Schröder, ja. Nochmal stellen, vielleicht an Sie oder an jemand auf dem Podium. Welcher Krieg hat denn jetzt, ist denn ein gerechtfertigter Krieg gewesen? In meinen Auseinandersetzungen mit Freundinnen kommt immer, der Zweite Weltkrieg wurde mit Gewalt, mit Kriegen beendet. Das ist doch ein wunderbares Beispiel. Ich kenne mich nicht genug aus. Okay, vielen Dank. Wir sammeln noch die zweite Frage hier vorne und dann machen wir die Schlussrunde. Sie haben gleich zu Anfang Jürgen Habermas zitiert, Kriege gegen eine Atommacht sind nicht zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob Herr Habermas bei Vietnam und bei Algerien gerade geschlafen hat, aber was heißt das für die Ukraine? Heißt es, sie sollen sich am Kriegsverbrecher ergeben? Und sie warnen auch mit Habermas vor der Eskalation. Und ich frage, welche Eskalation? 1936 hätten die Westmächte Hitler im Rheinland stoppen können. Noch im März 1939 in Prag. Also wo, in welche Richtung die Eskalation? Und Frau Bischofin-Fürst, Sie sagen, Sie sind überrascht. Aber wenn wir die Geschichte dieser letzten europäischen Kolonialmacht Russlands begucken,
mit Georgien, mit Armenien, mit Tschetschenien und wie können wir hier überrascht sein? Und ein letztes, ja, Äquidistanz, das ist sicherlich moralisch richtig, aber wenn ich dann schon, wie Sie die afrikanischen Regierungen hier zitiere, und ich muss doch wissen, was ist denn da an Menschenrechten und an Menschenwürde in Wort und Schrift? Also muss ich nicht vorsichtig sein auch und nicht sagen, naja, Äquidistanz, das hört sich erstmal ganz gut an. Okay, vielleicht, das ist ein großes Thema, was Sie uns jetzt zum Abschluss, Sie beide, noch einmal mit aufs Podium gegeben haben. Ich weiß nicht, ob wir das vollständig aufgreifen können. Vielleicht greife ich zwei kurze Punkte raus und sonst können wir es gleich im Einzelgespräch noch vertiefen. Die eine Frage war die, die Sie gestellt haben, gibt es denn nun den gerechten Krieg? Die Frage, der haben wir Sie vorhin ausweichen lassen, Frau Professorin Schröder. Vielleicht haben Sie jetzt eine Antwort darauf. Gibt es einen gerechten Krieg? Ich hatte mich gemeldet und war gar nicht dran gekommen. Aber ich glaube, das ist die falsche Frage. Es gibt die Lehre vom gerechten Krieg und darauf habe ich mich bezogen, dass es über 1500 Jahre von Augustinus her eine Diskussion darüber gibt, die Frage natürlich damals gestellt hat, gibt es Gründe und gibt es berechtigte Gründe, in einen Krieg einzutreten? Das waren andere Zeiten damals, als es heute sind. Das heißt, es geht heute nicht um die Frage des gerechten Krieges. Es ist ja gar nicht klar, was ein Krieg überhaupt ist. Kriege werden nicht mehr ausgerufen, Kriege werden auch nicht mehr einfach beendet, wenn sie sich anschauen, wie Kriege enden. Kriege enden nicht am 8. Mai, Kriege enden nicht am 9. Mai. Irgendwann, 20 Jahre später, stellen sich Historikerinnen und Historiker hin und sagen, wir legen jetzt für das Kriegsende in Europa den 9. Mai für die Geschichtsbücher fest. Und das ist das Kriegsende in Europa. Denken Sie an Japan, ganz andere Geschichte. Kriege fangen nicht an, Kriege hören nicht auf. Kriege sind eine Aneinanderreihung von gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und deswegen ist die korrekte Frage, unter welchen Bedingungen ist der Einsatz von Gewaltmitteln geeignet, um noch mehr Leid zu verhindern oder um Rechte durchzusetzen? Und diese Frage müssen wir uns heute stellen. Und die zweite Frage, die wir noch nicht diskutiert haben, die wir uns auch stellen müssen, vielleicht auch auf Ihre Frage hin, ob es einen gerechten Krieg gab, den Zweiten Weltkrieg, ja oder nein. Ich bin keine große Freundin von historischen Analogien und mache die auch sehr selten. Was mich aber interessiert, und ich komme aus einem anderen Feld, ich spreche aus dem Feld der Politikwissenschaft zu Ihnen, Max Weber, Politik als Beruf, die Frage der Verantwortungsethik. Was passiert, wenn wir Dinge unterlassen? Das ist auch eine Frage, der man sich stellen muss. Das heißt, welche Konsequenzen des Handelns und auch des Nichthandelns müssen wir in der Zukunft mit einkalkulieren? Weil auch das Unterlassen, ich forsche zu Friedensförderung, etwas Schlimmes sein kann. Denken wir an Bosnien, denken wir an Srebrenica, denken wir auch an Ruanda, an die Fälle, in denen der Nicht-Einsatz oder die Nicht-Legitimation eines Mandats für die Vereinten Nationen unsägliches Leid gebracht haben. Und diese beiden Positionen muss man da gegeneinander abwägen. Herrn, vielleicht dazu und vielleicht auch gleich eine Antwort an den Herrn der ersten Reihe. Also bin ich sehr nah dran, nur was mich daran stört, ist auf jeden Fall immer, dass sozusagen diese simplifizierende Gegenüberstellung von, also entweder wir wenden Gewalt an oder wir tun nichts. Was ist das? Das ist doch nicht der Gegensatz, über den wir hier reden. Die Frage ist doch nicht so, schützen wir die Menschen oder geben wir ihnen Waffen? Würde ja heißen, nur Waffen können die Menschen schützen. Ich will der Frage nicht ausweichen, aber ich will sagen, es ist auf jeden Fall komplizierter, und das wissen Sie genauso gut, alle beide wissen Sie genauso gut wie ich. Die Frage über die wirklich schwierige Frage, auch die schwierige ethische Frage ist, gibt es in bestimmten Situationen nichts anderes, was uns bleibt, als der Gewalt zuzustimmen, der Gewaltanwendung zuzustimmen, wobei das nochmal zu definieren welche Art von Gewalt. Ist es dann immer sofort militärische Gewalt? Kann das polizeiliche Gewalt sein, was nochmal was anderes ist? Aber da kommen wir jetzt nochmal in diffizile Fragen hinein. Kann es diese Situation geben für einen Christenmenschen? Wissend, was wir über die Bergpredigt gesagt haben und erinnert worden sind, Jesus Christus nicht vergessen bei der ganzen Debatte, gerade wenn es um solche Fragen geht. Ich
also Bonhoeffer hat, das geht Ihnen bestimmt vielen von Ihnen auch so, Bonhoeffer ist für mich da wirklich einer der Ethiker, der das am weitesten durchdacht hat, vor allen Dingen auch in dieser Bewährungssituation vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und wie er das schon 1934 formuliert, was ist die Aufgabe der Kirche, die Opfer unter dem Rad zu verbinden und wann kommt die Situation, wann muss man dem Rad auch in die Speichen fallen? Es gibt auch diese Verantwortung, weil eben das Nichtstun keine Option ist. Wir können es uns nicht leisten, nichts zu tun. Und ich glaube, so eine Situation ist hier in der Ukraine auch. Wir können es uns gar nicht leisten, nichts zu tun. Und das gilt genauso für den Krieg im Jemen und das gilt genauso für den Bürgerkrieg in Kolumbien, der immer noch nicht zu Ende ist, und das gilt für all die anderen Kriege auch. Es ist nichts anders. Oder? Fragezeichen. Deswegen dem Rat in die Speichen fallen, ja, sofort, bin ich dabei, müssen wir, ist unsere Verantwortung. Beantwortet noch nicht sofort die Frage, wie. Aber es ist auch an mich, die Frage bleibt, und ich stelle sie natürlich zurecht. Fernando, was machst du? Was machst du, um diese Menschen zu schützen? Sie haben ein Recht, sich selbst zu verteidigen. Das hat hier niemand bestritten. Dieses Recht gibt es und dieses Recht würde ich auch ethisch immer vertreten. Ich werde keinem ukrainischen Menschen sagen, hör mal zu, du darfst es gar nicht machen als Christ. Nein, dieses Recht habe ich nicht. Aber ich habe die Verantwortung und die Pflicht, mir zu überlegen, wie falle ich dieser Spirale der Gewalt in die Speichen. Hier in Deutschland, in diesem bequemen Stuhl in Hamburg. Was kann ich tun, um diese Spirale der Gewalt aufzuhalten? Mit der Frage schleppe ich mich rum seit Tagen und Wochen. Da wird es Ihnen nicht anders gehen. Und Sie haben es vorhin ja schon gesagt, die Antwort auf diese 1-Million-Dollar-Frage, was ist der richtige Weg, die werden wir auf dem Podium nicht finden, die werden wir auch mit Ihnen gemeinsam nicht finden. Aber was wir vielleicht finden können, sind Wege, ins Gespräch zu kommen, um sich eben nicht zu leicht leiten lassen von zu einfachen Antworten. Denn einfach, das haben wir heute auf dem Podium gemerkt, ist die Situation ganz sicher nicht. Ich danke Ihnen vieren ganz herzlich, Bischofin Fers, Professor Enz, Professorin Schröder und Oberst Strunk, dass Sie hier waren und uns mitgenommen haben in die Gedanken, die Sie haben über diesen Krieg aus unterschiedlichen Perspektiven. Danke für die Bereicherung. Und ich danke ganz besonders Frau Pastorin Murmann, dass Sie die Gastgeberin waren, das Ganze möglich gemacht haben. Auch Ihnen herzlichen Dank. Und nicht zuletzt danke ich Ihnen, dass Sie sich eingelassen haben auf eine Diskussion über den Frieden, eingelassen haben in das Denken, dass ein Frieden nach dem Krieg wieder möglich sein kann und wie wir dahin kommen. Das ist der erste Schritt dahin, auch wenn noch viele, viele andere Schritte kommen werden müssen. Vielen Dank Ihnen. Kommen Sie gut nach Hause und bis bald. Ich füge einen kurzen, süßen Dank hinzu. Wenn wir zu Hause so heftig diskutieren, dann fragt irgendwann jemand, haben wir nicht noch Schokolade? Also ich danke Ihnen mit etwas Schokolade. Für die Herren jeweils eine Tafel und für die Damen Friedenstaler. Und wenn Sie mögen, kommen Sie doch gerne noch zu einem Glas Wein oder Wasser mit ins Südschiff und diskutieren mit uns weiter. Und sonst kommen Sie gut nach Hause. Ja,